So, wir starten wieder die Aufnahme. ja, wir gehen jetzt hier erstmal rein und machen alles kaputt. Ne? Wird schon gut gehen. Geil. Direkt Besuch. Aber da ich ja nicht der Einzige bin, der hier Interesse hat an einer großen Zinkerei. Und da sie alle meine Viecher angreifen. Voll geil. Übrigens, geiler Skill. Nicht. Das zeige ich dir, wie gut du das kannst. So, noch einer, der Schläge will, lässt sich alles andrehen. So, was haben wir denn hier? Nichts? Hm. Du bist K.O. vom Tag? Was hast du Kleines gemacht, Basti? Dann lass doch mal was von deinem Tag hören. Wie war er denn? Ja, da ist er versteckt. Hallo? Unmöglich. Unmöglich. Noch ein Heelbalken. Heel. Trank. So. Spiel möchte, dass ich hier unten irgendwas tue. Wahrscheinlich, dass es die Kisten. Sehr, sehr löblich, dass du mir freigibst. Ja, so sind sie. Die Guten. So sind sie. Ah, hier ist Wasser. Und jetzt? Toll. Ich hab den besten Raben der Welt. Er meinte, ich musste dringend ein Bad nehmen. Ja? Habe ich schon wieder gestunken oder? Oh, komm mal hier. Komm mal. Ich rück dich ins rechte Licht. Habe ich schon wieder gestunken? Ja. Genau. Flieg davon. Gerne brauchst du ab und zu auch mal. Ja, ist doch nett. Ja. Man bemüht sich um unser Wohl. Na halt, Monitor-Setup, Kabel kaufen gehen, einkaufen gehen, Bude putzen, Wäsche waschen, Arsch viel telefonieren wegen Umschulung. Ja, willkommen in Real Life. Hey, guck mal, hier haben wir so einen kleinen Kugelfreund. Na, kleiner Kugelfreund, soll ich gleich mal meinen Schlüssel in dich stecken? Klar möchtest du das. Ja, steck deinen Schlüssel in mich. Yay. Voller Freude erwachte er zum Leben. Ah, hallo. Ah, jetzt habe ich mir gedacht, dass ich die jetzt kaputt hauen kann. Geil. Woohoo. So. Und was machen wir? Wir lochen den natürlich ein. So, kann ich mit dem jetzt hier irgendwo Tolles andocken? Nee. Aber ich kann mit ihm hier rausgehen. Ist hier irgendwo ein Stein, den ich anschießen kann? Nee, ich höre nichts. Was? Niemand spielt mit Elizabeth? Elizabeth, was meinst? Also, ich weiß nicht, warum ich das nicht sagen sollte, weil um die Uhrzeit haben die schon längst im Bett zu liegen. Das sind ich kann noch mehr Heiltränke. Weißt du, stundenlang finden wir keinen einzigen. Und jetzt finden wir, wo wir welche gebraucht hätten, da hatten wir keinen. Und jetzt finden wir die am laufenden Band. Kann ich alle verkaufen für Geld. Arena? Nee, Rätsel. Nee, das ist eine Maske? Was ist das denn? Und jetzt? Sorge etwas Meißelstein. Yay, wir haben Meißelstein. Was auch immer das ist. Warum willst du mit der kleinen Tochter meiner Freundin spielen? Was bist du für einer? Ich rede von Elizabeth aus Bioshock 3. Ich weiß ja nicht, wovon ihr redet. Ne? So. Wupp. Und wieder voll. Wovon redet ihr Lumpen denn? Ich rede natürlich von Elizabeth. Die gute Ellie. Hm. Ja, schön, dass ich da lang soll, Rabe, aber ich ist irgendwie versperrt.
Da gedeiht verwuchsene Scheiße. In grün. Nö? Hier, ja, guck mal, da liegt noch einer. Ha! Ich rede von Bioshock 2. Ja, ich auch. Bioshock 3. Und nu? Ist das so ein Hakenteil hier? Guck mal. Ne, hier war mal eins, ne? Jo, elendiger Lump. Da war mal wirklich eins. Okay. Habe ich einen Schlüssel? Kann ich meinen einfach da reinstecken? Also, mein erschaffener Schlüssel? Versperrt. Nein. Kann ich mit meinem Kugelding hier einfach reinrollen? Ne, es geht auch nicht. Irgendwas verpasst. Sieh nach, was du finden kannst. Rabe, zeig mir, was ich. Da komme ich doch noch gar nicht hin. Da oben komme ich noch nicht lang. Ach, da! Da! Lustig, haben sie extra ein paar Libellen hingebastelt, damit ich es finde. Hat nichts geholfen. Habe ich trotzdem verpeilt. Tse. Soll mal einer drauf kommen. So. Toll, noch so ein Geschmodder. Yeah. Schmodderkram, danke. Danke, danke. Das spiele ich auch zurzeit. Ja, aber Ellie ist schon genau mein Typ. Ich kann nichts dafür. Ich bin nur Opfer meiner Triebe. Ja. Ja. Unmöglich. Unmöglich. Siehst du schon wieder Heiltrank? Ich glaube, ich laufe gleich Amok, ey. So, was habe ich hier? Wieder Schmollerkram, Scheiße. Popelrotz von letzten Wochen. Und Wasser. Okay, da hinten kann ich rüberklettern. Und da ist noch so ein Freund. Hier kann ich auch rüberklettern. Aber ich habe Wasser. Geil, ein Körper. Wir haben gerade einen Körper zum ersten Mal gemacht, ne? Ist hier was? Oh, hier ist eine Brücke. Okay, dann müssen wir gleich wahrscheinlich mit dem Kugelfreund irgendwie die Brücke runterholen. Jackpot! So. Ich glaube nicht, dass noch was da ist, aber... Ja, Vertrauen ist gut, ihr wisst. Kontrolle ist besser. So, komme ich hier irgendwo wieder hoch? Ja. So, hier sind ein paar Fliegen. Das heißt, hier kann ich wahrscheinlich die Wand hochklettern. Oder die Wand, ja, genau. So. Ich hatte schon Sorge, dass ich ins Wasser springe. So, rüber da. Hallo. Hallo, Steinfreund. Bisschen Geld hat er auch. Du kannst sagen, macht einer noch einen Lauten? Nee. Hast du wieder neue Anime gesehen? Was willst du denn sehen? Das würde jetzt eher die Frage lauten. Es gibt immer gute. So, wo kann ich denn mit meinem Uzi da irgendwo... Ja, komm, aktivieren wir den erstmal. Ne? Also es hängt ja immer ein bisschen davon ab, was willst du sehen? Yeah! Guck mal, ein Hebel. Sehr nice. Erstmal Hebel. Ich finde diese Kreaturen eigentlich ganz cool. So. So. Ernsthaft. Ich will dahin. Genau. Hebeln wir uns ein. Die Brücke kommt hoch. Sehr schön. Lalalala.
Und du? Formieren sie sich und greifen mich an? Ja, mach, sollen sie mal machen. Ich habe hier einen Freund, der rollt. Und der kann hauen. Ist viel geiler. Und was könnt ihr so? Oh, ich hab da einen Loot gesehen im Wasser. Geiler Loot im Wasser. Ach, guck mal, wie süß da unten sind sie. Geiler Loot. Geiler Loot ist geil. Also, ich muss da jetzt einmal absteigen. Weil geiler Loot. Oder ist der jetzt ernsthaft da oben gelandet? Ah, nein, das ist ins Wasser gefallen. Oder das Spiel ist tatsächlich so klug. Nee. Oh, was ist das denn hier? Ist das ein Secret? Ist es ein Secret? So, hallo Secret. Jetzt mal ernsthaft spielen. Ich darf hier nicht rauf? Okay. So. Und ich muss jetzt einmal hier lang. Und rup da. Da sehe ich auch erst bestimmt, seitdem die Brücke da ist. So, und hier oben müssen es auch Gegner sein. So. Und wenn ich mich nicht täusche, war der Hauptloot, der eigentlich ins Wasser gefallen ist, scheint, ja tatsächlich, seht ihr, der ist hochgesprungen. Wie geil. Und er ist grün. Sehr schön. Was sagt mein Leben? Oh, ich bin voller Leben. Okay. Ja, dann hätten wir das Ding nämlich gleich wieder aufgesammelt. So, rollen wir mal wieder eine Runde hier lang, ne? Gut, dann halt nicht. Mach mir den Weg selber frei. So. Ah, so ein Stein ist schon ganz praktisch. Und wie wir alle wissen, ein altes japanisches Sprichwort. Ein rollender Stein, meine Freunde, der setzt kein Moos an. Eine dicke Kiste. Das ist übrigens meine Lieblingskiste. Ich kann nicht. Ich habe zu viel Leben. Unmöglich. So, jetzt ganz ehrlich, komm. Wir müssen jetzt mal schauen. Ach. Nee. Besessene Handschuhe. Kraft, Zorn pro Kill. Boah, ich kann den da reinstellen und vielleicht. Oh, ist das geil. Okay, wir schauen weiter. Wir kommen so langsam auf die guten Werte, ne? Tja. Neue Schultern. Und neue Handschuhe. Ja, Schuhe werden so langsam schlechter. Alter. Das Ding war so teuer. Und jetzt schaut euch das Monster an. Nee. Der Schaden scheint vergleichbar zu sein, nicht relevant. Aber hier kriege ich Gesundheit pro Exekution. Exekution. Ich kann dich doch füttern. Da, verbessern. Ich kann dich doch füttern, mein Freund. Hier, guck mal. Dang, direkt an die Wand genagelt. Opfern. Opfern. So. Zorn pro Kill. Da werden die Stats. Oh, Gesundheit bei kritischen Treffer. Chance auf kritischen Treffer.
Nee, Gesundheit beim kritischen Treffer. Das ist irgendwie geiler. Was für ein geiles Stück du bist. Kann ich dich noch mehr verbessern? Oh ja, das kann ich. Opfern, opfern. Wir opfern jetzt mal ein bisschen was rein. Alter, dieser Talisman, ne? Der Shit, ey. Oh. Verteidigung, Kritscher. Gesundheit bei kritischen Treffern. Dann nehmen wir natürlich jetzt auch mehr kritischen Treffer. Alles andere wäre bescheuert. So, geht da noch mehr? Ach komm, so ein bisschen geht da doch noch. Ich will noch anziehen, logischerweise. Kritischer Schaden ist so ein bisschen weniger, weil das Ding ist ein Monster. Und es ist schnell. Und jetzt, ganz ehrlich, kann ich das Ding da noch reinhauen? Ach, seltene Gegenstände kann ich da nicht reinhauen. Schade. Das wäre geil gewesen. Ich weiß nicht. Kennst du meine Anime-Seite? Also von Animelist? Kennst du das? Beziehungsweise kennst du die Seite Animelist? Negan? Hm, hallo! Ich bin's. Der freundliche Ripper. Woo! Party People! Wow, was bist du denn? Ich höre einen Stein. Na, wie fandest du? Irgendwas sagt mir. Hätte das Ding sich da jetzt nicht von alleine einlocken können? Hier komme ich nicht weiter, ne? Egal wie ich es drehe und wende. Aber vielleicht kann ich auf den Rücken von dem guten Jungen. Ach lol, ja. Ja, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich möchte eigentlich schon wissen, was da unten ist. Einfach weil... Oder ich habe doch eine Karte, ne? Da war ich nämlich noch nicht. Hm. Na ja, gut. Hole in one. Und Besuch. Oh, geil. Leben. Was? Exekution, Exekution. Ich habe Exekution gelesen. Da steht Exekution. Ich will Exekution drücken. Na, komm her, Mensch. Geht doch. Leben. So, was haben wir denn hier Schickes? Der Weg ist frei. Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn da hinkommen? Ach, die schaust du nicht mit englischen Untertiteln. Okay, dann kann ich dir natürlich nicht viel helfen. Was bringt mir das hier? Ich raff das nicht ganz. Ich will das Ding da haben. Ach, easy. Pass mal auf. Tja, habe ich mir doch schon fast gedacht. Und wir finden... Oh, was Neues. Den Schlüssel. Okay, ich schaue natürlich nur mit englischen Untertiteln. Aber hat auch einen einfachen Grund. Einmal A, halte ich mein Englisch so frisch. Und B, habe ich schneller als die deutsche Sub. Ne? Das ist eigentlich so der Hauptgrund. So. Geile Kugel. Komm mal hier rein. Ach, dann bleibt er.
Ich wollte sowieso wissen, was hier ist. Ha, alles richtig gemacht. Ach, das Geräusch sind die Dragonflies hier, die. Neue Rüstung. Oh, geil, neue Rüstung. Neue Rüstung? Schulter. Ah, aber schlechter. Und ein Amulett. Amulett, genau. Aber, ist nicht schlimm. Können wir vielleicht unser Ding hier füttern? Oh, ich kann es nicht mehr. Doch. Da geht noch ein bisschen was. Hau rein. Wenn das Ding mal Level 11 ist. Yummy, 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 yummy. So. Hier ist also nichts Besonderes. Sehr schön. Nö, Digga, ich danke dir für die Hilfe. Wir machen jetzt hier schick weiter. Hallo, Schlüssel. Warum wir die Tür nicht eintreten können, ist mir zwar immer noch ein Rätsel, aber okay. Wenn es magische Kräfte gibt, die tot stoppen können, dann akzeptieren wir sie ausnahmsweise mal. So. Chillig. Klettern wir hier. Mir fehlt der Boost. Hey, yo, alles gut hier und so? Bei dir? Ja, ich hänge hier voll ab. Easy. Mit rechts? Hey, auch mit links? Klar. Läuft. So. Ja. Das ist so ein lebendes Monster, ne? Oh, ich stehe auf diese ultraschnellen Angriffe, ne? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Es ist ja geil mit so einem großen Hammer, ne? Aber verdammte Kacke, ein Hexengerät zu sein, ist schon nice. So. Kette ablegen. Papa möchte hier gerne langrollen. Ich finde dieses Steinchen so cool, ey. Nö, 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 nö. Bums. Und nochmal. Warum? Weil geil. Guck mal, Gratis-Schlüssel nehmen wir auch noch mit. Oder was auch immer da ist. Hoffentlich kein Leben. Oh, eine Verlieskarte. Die wiederum natürlich... Wow. Okay, hier kommt noch ein bisschen was. Da waren wir. Und da oben gibt es noch was. Ich will es nicht meckern. Verlieskarte ist nett, aber... So. Was ist denn hier? Oh. So. Was ist denn da unten? Ein tiefes Loch. Eine Kiste. Ja. Kiste. Hey. Kein Heilfang. Kein Heilfang. Oh yeah. Hey. Hallo Lieblingswaffe. Ich habe hier mal wieder was Schickes für dich. Verbessern. Ja, egal. Toll, da kann ich nicht drauf, aber so. Du denn? Hä? Ah, okay. Dann halt so. Hallo, einmal Rittberger. Danke. Kette lösen. Wir fahren weiter. Der Kugelstein-Express geht weiter. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Alles im Angebot heute. Lü, 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 lü. Ausgeträgt. So. Tut mir leid, du musst jetzt hier bleiben. War nett mit dir. Ruhen in. Ja, Ruhenstein.
Oh, da sind schon wieder Masken. Masken sind schwul. Alter, 1, 2, 3, 4, 5 und wahrscheinlich ist hier auch noch eine, ne? Kann ich doch... Ja, ich hab's befürchtet. Okay, wir müssen uns eine Runde prügeln, meine Freunde. Ich weiß, wenn alle Masken gleich kommen, wer mal direkt in Reaper-Gestalt geht. Oder kommt jetzt eine große Maske? Ich hab keinen Bock auf euch. Weißt du was? Da. Echt. Kein Bock auf euch. Na, wo ist der nächste? Fuck you. So. Ich will aber dich. So, mein Freund. Wer hat jetzt die dickeren Eier? So. So. So, wo ist der nächste? Komm, sei nicht so schüchtern. Ja, ja, ich will das Ding nur kaputt haben. Ach toll, jetzt hab ich schon wieder den Schutz dran, ne? Geht er mir auf die Nüsse, ne? So. Ein bisschen geschnetzelt, wurde auch mal Zeit, ja. Wurde schon ein bisschen langweilig hier. So, 44er kommt jetzt. Nice. So. Ist da noch einer? Ja, nur zwei? Ist der letzte irgendwie dicker oder habe ich irgendwas verpasst? Ah, da. Hallo. Ja, ein Kreation-Champion. Guck mal, ich hab da was. Du sollst meine Dinge angreifen. Hey, ach schon. Wow, du tust echt weh. So. Fragen? Irgendwer nicht zufrieden? Okay, ich sehe, wir kriegen tatsächlich ein bisschen Problemchen. So, ich mach euch jetzt mal hier gerade den Chaos. Der geht mir voll auf den Nüsse, ne? Ich glaube, in Reaper-Gestalt bin ich sowieso vollkommen unverwundbar. Yep. So. Jetzt nur noch ihr beide und ich. Weißt du, da hat man diese Viecher und dann sollen die einen angreifen. Alter Vater.
Egal, Exekution. Woohoo! Es gibt extra Leben. Die sind aber auch hartnäckig, ey. So, ich hab da noch einen. Guck mal hier. Alleine bist du jetzt gar nicht so schlimm, mein Freund. Oh, da war was Blaues dabei. Und eine dicke Kiste. Geil. Ja gut, den Heiltrank kann ich ausnahmsweise mal gebrauchen. Hey, ich trage zu viel. Nee, doch nicht. Ich bin begeistert. Wow. Alles aufgesammelt hier am Rand? Jo, sieht gut aus. Auf der Strecke liegt auch kein Gold mehr. Gut, schauen wir mal gerade nach, was es Schickes gab. Es ist unglaublich, wie dick die Dinger sind, ne? Was haben wir denn an? Den haben wir an, ne? Erfahrung, gefundenes Geld. Dafür ein bisschen weniger Verteidigung. Also, ne, den opfern wir dann gleich lieber. So, da wird sich mir meine Waffe freuen, wenn ich die verbessere. Yum. 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 Yummy. Sauber. Zorn pro Kill. Und jetzt gibt es halt noch mehr kritischen Schaden. Obwohl, Kraft haben wir noch nicht. Oder doch, haben wir einen mehr. Nö, nehmen wir mehr kritischen Schaden. Was für ein Monster. So, aber das ist jetzt auch genug gefüttert, weil wir leveln ja auch. Und irgendwo muss ja auch mal ein... Es werden irgendwo automatisch immer bessere Waffen drin. Aber damit kann ich jetzt ein Weilchen schnetzeln, ey. Jo. Rabe, da würde ich gern lang. Aber wie du siehst... So. Guck mal hier. Hm. Noch irgendwas? Da oben ist eine Kiste. Und hier ist ein Wasserfall. Und wir wissen... Ey, verdammte Scheiße. Ich wollte gerade sagen, lässt du mich dahin? Ich kann nicht. Klar kannst du. Hier, guck mal, wie gut das geht. Jetzt kannst du das Ding aufsammeln. Hallo. Geht doch. Jetzt müssen wir das doch querstellen müssen. Hm. So. Was ist hier eigentlich Tolles? Und warum ist hier eine Kiste? Da ist eine Kiste. Ich hab hier Loot. Gib mir die auch Nüsse. Loot. Lootastisch. Ich hab einen Kompass gefunden. Eine der verlorenen Gesellstufe. Ja, soll Bubi alles zusammenkriegen, mir egal. So, wo habe ich jetzt den blöden Baum? Guck mal. Hier habe ich noch so eine Fährmannsmünze. Sehr schön. Und noch eine Kiste. Mit noch mehr Heilung. Yeah. Okay, da können wir nicht schwimmen. Aber der Baum ist hübsch. Das Friedlichste, was ich hier bisher gefunden habe. Guck mal, die sehen so abgedroschen aus. Aber der hier, Mann, sieht ja voller Leben aus. So. Egal, was zum kaputt machen. Bin dabei. So. Hey, Freund. Irgendwas sagt mir, ich muss mit dir wieder eine Runde fahren. So, der Kugel-Express.
Sehr schön. Tuck, haben wir mal eine Runde. Tuck, 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 tuck. Und runter. So, da kommen wir nicht hoch, aber hier. Ich gehe davon aus, dass wir oben den Fahrstuhl betätigen müssen. Ja, da. Irgendwo musste der ja sein. So, welch Zufall? Nicht. So, jetzt kommen Gegner. Nein, okay. Da muss der Kollege rein, aber wo ist denn der Schalter? Ach, wahrscheinlich muss ich jetzt mit dem Kollegen hier rein, damit der Fahrstuhl aktiviert wird. Ist ja lustig, das Geräusch, das er macht. Schönes. Also das ist eine nette Rätselpassage. Die finde ich ganz passabel. Einfach weil ich es kann. Sorry. So. Rupp da. Guck, und jetzt heben wir den Jungen hoch. Habe ich mir schon fast gedacht. Der gute alte Kugelexpress. Wahrscheinlich müssen wir den dann nachher wiederholen, weil wir zwei solcher Dinger haben. Gehe ich schon fast von aus. Das ist so ja so üblich bei solchen Rätseln. Seht ihr das? Pass auf, den müssen wir jetzt hier einlochen. Öffne eine Tür. Mensch, mysteriöserweise. Steigen hier aus. Guck mal, hier haben wir auch noch irgendwas. Seht ihr das? Surprise? Nein, nicht wirklich. Aber irgendwo ist hier... Was sagen? Ich wittere Loot. Ich kann nicht. Jo, ich bin tatsächlich randvoll. Fuck. So, hier unten ist nichts. Kein Stein. Nun gut. Dann wieder rup da. Schwuppdiwupp. Ich weiß immer noch, was das sein soll, aber... So, Kollege. Ich habe mir schon fast vorausgesagt, dass das so passieren wird. Habe ich mir auch schon fast gedacht. Alles andere wäre auch sehr mysteriös gewesen, wenn nicht. So, dann lochen wir den Kollegen mal hier ein. So, die Tür ist auf. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich den Kollegen nehmen und hier rein oder sowas. Irgendwas Umständliches kommt jetzt. Hallo. Ja, hab ich mir schon gedacht. Welch Zufall. Okay, da ich das Gitter da brauche, muss ich dich ja wieder nehmen. Komm, fahren wir mal eine Runde. Eine kleine Extra-Runde. Ne? Wer weiß, wie viele Jahrtausende du da rumgelegen hast. Da kann man auch mal ein Ründchen mehr drehen. So. Ach, jetzt komme ich auch rüber. Ja, genau. So wäre ich nämlich nicht rübergekommen. Jetzt kann ich hier hin. Muss den anderen Dicken hier in das Loch stecken. Dadurch öffnet sich wahrscheinlich da hinten. Hier genau. Das Gitter ist runtergegangen. Hochgegangen ist, ist das andere hochgegangen. So. Hör auf. Das ist bestimmt der Witz an der Sache. Ich sehe das schon kommen. Und? Ha! Was habe ich gesagt? Captain Predictus hat wieder zugeschlagen. Sauber.
Steinchen gibt's nicht, ne? Schade. So, 6 von 10. Aufsteigen. So. Ah, der Kettenkletterer. Und wuppa. Ernsthaft? Also, nicht weil ich zu doof bin, sondern weil das Spiel anscheinend die Eingabe nicht richtig akzeptiert. Diese Dinger sind narrensicher. Hier. Ihr schaut nach da, ihr springt. Ihr schaut nach da und springt. Ich weiß nicht, warum man mich da hat eben runtergeworfen. Ach ja, Spiel. Warum du ärgerst mich so sehr? Oh, geile Aussicht. Richtig geil aus. Okay. Außenkletterpassage. Oh Gott, sind wir da. Schaschlik-Stil, ey. Juhu. Ein paar Seelen auch. Ach, das Leben per Exekution, ne? Per Crit. Und dann noch genug Crit drauf haben. Ein Traum, sag ich euch. Ein Traum! So. Wenn du mich jetzt enttäuscht spielst, ne? Bin ich furchtbar traurig. Danke! Ich bin nicht gestorben, unnötigerweise. Aufgrund zu dummer Tastaturerkennung. Hallo, ich bin der freundliche Schnetzler. Ich höre doch irgendwas. Wo kommt denn dieses... Da kommt das her. Ist ja niedlich. Macht aber lustige Sounds. Komme ich da vorbei? Ne, wahrscheinlich nicht. Ist das irgendwie ein geheimes Secret? Wenn man den kaputt macht, passiert irgendwas? Klack, klack. Ah, komm. Man möge nachladen. Mein Gott, deine Reload-Zeit ist aber auch jenseits von Leben und Tod. Wortspiel, weil selber tot und so. So, jetzt ist er tot. Und jetzt liegt da Loot. Okay, komme ich nicht hin. Hätte er sein können. Das war ein Versuch wert. Ich weiß, wer Überraschungsgast ist. Mackie Mix Surprise. Ich hab's erlebt. Ich hab so viel Zorn im Petto. Ah, ist darüber gesprungen. Jetzt wird's lustig. Ja, ja, ist ja gut. Muss mal gerade ein bisschen nachrufen. Oh Gott, die nächsten raus. Ey, das war die nett. Ich hab da Ghule, die sollst du angreifen, verdammt. Was ist denn da so schwer dran? So. Kriti Mekritus? Du musst gar nicht alleine gehen. Oh, guck mal.
Hau die Dinger ruhig kaputt. Finde ich voll gut. Boah, so ein Traum, ne? Leben. Nein! Nicht mehr ganz so schnell verrecken, weil man mal Leben kriegt. Jetzt, Alter, um die Uhrzeit Suppe und ein Smoothie. Ja, den Luxus hätte ich auch gern. Ja, den hatte ich wohl schon ein paar Mal, ne? Schau mich an, wie dick ich bin. Na, Wortspiel und so, weil, you know. Mir egal. So, noch einer, der Fragen hat. Gut. Sind wir uns ja alle einig. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, hier ist ein Gang, der mal für kürzere Gänge sorgen wird. Okay. Dann klettern wir mal da oben hoch. Mir sieht ganz danach aus, als müssten wir dahin. So. Jetzt nochmal umschauen, weil... Könnte ja wichtig sein. So, was haben wir hier? Eine Kugel. Hole in One wäre geil gewesen, aber... Warte, ich höre einen Stein. Das sind eine von den seltenen. Danke, Spiel. Ich bin begeistert. Eine Seite des Todes. Nice. Und das war Nummer 7, ne? 7 von 10. Sehr schön. So. Kügelchen, komm mal mit. Die Tür geht auf und die andere wahrscheinlich auch. Ne, weil... Jetzt muss ich gerade schauen, ist das richtig? Ne, die Tür macht man das, ne? Hier, seht ihr diesen ganzen Umweg, den wir da gemacht haben? Nur für diese Tür. Alter, oh, das könnte aber so langsam... Aber wir haben schon Overtime, ne? Verdammte Scheiße. Was machen wir denn da? Wir ziehen eine Viertelstunde, machen wir noch... Oh Gott, die schon wieder. Die gehen mir nämlich so langsam echt mal auf den Reibach, ne? Vor allem zwei davon sind echt lästig. Da ist tatsächlich eine Machtwaffe ganz geil. Oh. Oh. Was war denn das? Geile Haken, geil, ey. Kann meine Klinge nicht aufladen. Aber die kann ich aufladen. So, 1, 2, 3, Pause, 4. 1, 2, Pause, 3. Zwei davon sind irgendwie extrem ungeil. Na mein... Das letzte Mal war ich selber der Ficker. Der war ja ganz geil. Okay, schauen wir mal gerade, haben wir irgendwas Neues, Tolles. Nicht, dass ich das glauben würde, aber... Ah, nee. Oh, mehr kritischer Schaden ist natürlich nice, aber ich will... 4% mehr Erfahrung ist natürlich auch echt ultra... Was? Okay, das ist mein jetziger. Ich verliere aber Verteidigung.
Mach mir Magieschaden. Wisst ihr was, liebe Leute? Wir machen hier Feierabend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich die zwei Dicken da platt kriege. Das wird bestimmt nicht einfach am Anfang. Da müssen wir dann wahrscheinlich so viele Leute erstmal vorüberhauen, ne? Diese zwei Dicken werden auf jeden Fall bleiben. Ich glaube nicht, dass wir da drum rumkommen. Ja. Ja gut. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis zur nächsten Folge, YouTube.